Modelle, Bastelzeit und heute gucken wir uns mal etwas an, was man normalerweise nicht repariert, aber ich möchte gerne wissen, wieso es kaputt gegangen ist. Und zwar das Ding hier. Ja, das ist eine LED-Lampe, genauer gesagt eine G6-Sockellampe und die hat leider das Zeitliche gesegnet, sie flackert nur noch. Hat jetzt etwa 4 Jahre gehalten und ist auch eigentlich an der Stelle, wo ich davon ausgehe, dass es jetzt eher mehr ist. So von der Belastung. Aber ich würde gerne wissen, was genau hat die kaputt gemacht. Erstmal, wir sehen hier schon, da steht etwas von AC 12 Volt. Das ist also eine 12 Volt Lampe. AC heißt, wir können ja AC Wechselstrom reingeben. Ich habe das Ganze nicht als AC betrieben, sondern als DC. Das heißt also, mit einer Gleichspannung bin ich reingegangen von meinem Solarsystem. Das Solarsystem selber, das läuft primär mit 12 Volt, wie der Name schon hier sagt. Allerdings 12 Volt mit einem Bleiakku. Und so ein Bleiakku, wenn der richtig vollgeladen ist, dann können das schon mal irgendwie so 14,5 Volt werden. Ist das jetzt zu hoch? Na, nicht zwingend, denn naja, wir reden hier von AC 12 Volt und wenn wir AC 12 Volt gleichrichten und wir sehen hier ja schon so 4 Dioden, die einen Gleichrichter geben dürften, na, dann kommt da eine höhere Spannung raus. Das können wir hier auch relativ gut sehen. Ich habe es hier einfach mal nachgebaut, habe hier eine Stromquelle mit 12 Volt AC. Die 12 Volt AC beziehen sich aber auf den RMS, also auf den quadratischen Mittelwert. Und wenn wir stattdessen hier mal gucken, sagen wir mal hier so bei der Spitze ungefähr, da sehen wir, da sind eher so 16,9 Ich Volt da. Das heißt also, der geht von 0 Volt auf 16 und wieder auf 0. Und da bildet sich dann sozusagen ein Durchschnitt von 12 Volt. Und das ist die Angabe, die dann entsprechend auf Trafos und Netzteilen steht. Wenn wir das jetzt durch hier diesen Gleichrichter geben, den Brückengleichrichter, dann kommt hier unten diese Form raus. Da sehen wir, jetzt haben wir nicht mehr wie hier plus 16 Volt und dann minus 16 Volt, sondern es geht jeweils in die Plusrichtung. Aber wir haben immer noch diese 16 Ich Volt, die hier Pi mal Daumen da sind. In den meisten Fällen hat man aber nicht einfach nur einen Brückengleichrichter, sondern dahinter einen Kondensator, der sich entsprechend dann auflädt und später das Ganze wieder abgeben kann. Und wenn wir das hier mal uns ein bisschen simulieren, dann sieht das Ganze schon etwas anders aus. Wir gehen nicht mehr runter, sondern sind hier tatsächlich bei den 16 Volt oder ähnlichem. Und wenn wir den entsprechend groß machen, dann kommt da eine Spannung raus, die eher so dem Maximum entspricht. Das heißt also in dem Fall hier so etwa 16 Volt. Wenn ihr das ausrechnen wollt, was diese geglättete Gleichspannung theoretisch sein sollte, die Formel, das ist die AC-Spannung dann mal 1,414. Dann sehen wir hier 16,968 Volt. Das ist die theoretische Spannung, die da als nach der ganzen Glättung und so weiter rauskommt. Was heißt das für mich hier? Naja, relativ simpel, wenn AC 12 Volt bei einem Maximum von irgendwo so 16, 17 Volt ist, dann sind meine 14,5 Volt, die da bei mir als Maximum in DC reinlaufen, sicher kein Problem. Also sollte alles innerhalb der Spezifikation sein und da nichts kaputt machen. Aber was ist dann der Auslöser für den Defekt hier? Ich meine, klar, es gibt so ein paar Standardsachen, die immer mal wieder auftreten können. Meistens ist es entweder, dass der Kondensator, hinten haben wir ja einen drauf, deren Schaden erleidet. Das würde ich aber vermuten, dass da ein bisschen mehr dann auch zu sehen ist. Irgendwelche Schmauchspuren oder so, wo was rausgekommen ist. Aber hier weder der Kondensator noch die anderen Bauteile hier drauf zeigen irgendwelche Defekte direkt, dass man sagen könnte, okay, das ist irgendwie hochgegangen da drin. Andere Variante, die öfter mal vorkommt, dass die LED durchbrennt. Aber üblicherweise hat man dann so einen schwarzen Punkt auf der LED, den Black Spot of Death, und auch den kann ich hier nicht erkennen. Das heißt also, beides jetzt nicht unbedingt Fehler, die ich hier direkt sagen würde, dass die aufgetreten sind. Und ja, das ist dann halt so ein Punkt, was mich immer interessiert. Warum zum Geier ist das Ding hier kaputt gegangen? Und ich habe auch noch eine zweite von den Lampen, die ist noch funktionsfähig. Und wenn wir die mal hier nebeneinander legen, da ist nicht wirklich viel zu erkennen, dass da wirklich ein Unterschied ist. Klar,
Da oben sehen wir auch, da sind so ein paar Lufteinschlüsse in diesem komischen Silikongel, womit das Ganze hier eingegossen ist. Aber das sollte technisch eigentlich nichts ausmachen. Ja, wir können jetzt natürlich auch einfach mal auf die funktionierende Strom drauf geben und dann auf die nicht funktionierende, dass wir sehen können, wo der Unterschied ist. Das ist jetzt die, die noch ganz ist. Und wenn ich hier dran gehe, dann sehen wir, tada, es leuchtet entsprechend hell. Das Ganze braucht ungefähr 50 mA bei 12 Volt. Das ist also das, was da durchgeht. Liegen wir also so ungefähr bei einem halben Watt bis ein Watt. Und ja, die andere hier, wenn wir die dran machen, da tut sich gar nichts. Das heißt, momentan ist da überhaupt nichts zu sehen. Kein Flackern, kein Licht, kein Stromverbrauch. Also ja, das Ding ist offensichtlich komplett tot. Nun gut, gehen wir mal auf die Suche. Wir können ja schon einiges hier durch das Ding hier sehen. Wir sehen, hier sind vier Dioden, die wahrscheinlich als Gleichrichter da arbeiten. Wir haben einen IC hier, das scheint ein 6-Pinner zu sein, wobei der mittlere Pin ein bisschen seltsam aussieht. Ein Widerstand auf der Rückseite, den Kondensator, der das Ganze glättet. Nochmal eine Diode und eine Spule. Das heißt, hier wird wahrscheinlich irgendeine Intelligenz drin sein, im Sinne von Schaltregler oder so. Es ist nicht so klassisch, einfach, komm, wir holen einen Widerstand, setzen den vor die LED, passt schon. Hier scheint also wirklich aktiv geregelt zu werden, sodass der Strom halbwegs stimmt. Was mich auch gerade ein bisschen wundert, hier steht tatsächlich eine Nummer auf dem Chip drauf. Das heißt, wir können uns auch Datenblätter angucken. Ich werde jetzt aber erstmal hingehen und hier das Gel darunter kratzen, dass wir da überall mal drankommen. Das ist, wie gesagt, relativ weich. Ich hoffe, das geht dann auch einfach ab. Und dann können wir einfach mal gucken, ob da irgendwas direkt mit dem Messgerät zu sehen ist, dass irgendwas nicht sauber funktioniert. Ich denke, das mache ich jetzt aber ohne Kamera. Das sollte auch so gehen. Und das war jetzt einfacher als gedacht. Das ist alles sauber abgegangen und ja, sind so große Flocken, wie man hier unten sieht. Von der Rückseite jetzt also frei. Was mich ein bisschen gewundert hat, mal hier die Flocken uns angucken. Da kann man selbst in dem Gel noch die ja, Beschriftungen von den einzelnen Chips und so sehen. Scheint also eine sehr flüssige Sache am Anfang gewesen zu sein, aus der das hier hergestellt wurde. Wie auch immer, soll uns jetzt mal egal sein, dass wir das hier haben. Uns interessieren ja die eigentlichen ICs und Bauteile und so weiter. Hier beim Kondensator sehen wir so ein bisschen dunkel. Das hatte ich ja eben schon angesprochen, aber das kann ich hier einfach so wegrubbeln. Also es scheint wirklich einfach nur ein bisschen Kleber oder irgendwas von diesem Zeugs da zu sein. Ist aber auf jeden Fall kein Loch im Kondensator. Also das sieht alles ganz okay aus. Auch auf der anderen Seite die Chips alle in Ordnung. Rechts die LED, die ist anscheinend einfach nur dran gelötet. Weiß ich jetzt nicht, ob die beidseitig bestückt ist oder nicht. Ich werde jetzt erstmal hingehen, werde hier einfach mal das gute alte DaveCat holen und versuchen da die Schaltung rauszuholen. Dann gucken wir mal, wie das Ding intern funktioniert. So, ich denke, ich habe das Chaos ein bisschen entflochten. Gucken wir uns mal an, was die Schaltung so macht. Wir haben die beiden Eingänge. Die gehen über den Full Bridge Rectifier oder genauer gesagt hier vier Dioden. Von da aus geht es auf den Kondensator, den wir auf der Rückseite gesehen haben. 10 Mikrofarad und ich schätze 16 Volt. Das ist nicht schön, denn wie gesagt, bei 12 Volt AC kommen wir da eher drüber. Aber naja, zumindest für meine Zwecke sollte das kein Problem sein. Was wir dann noch haben, ist der IC hier. Das ist ein spezieller Treiber, Schaltregler für LEDs. Also genau das, was hier benutzt wird. Wir haben einmal hier die Betriebsspannung, die kommt direkt rein. Genauso unser neuer Ground, der kommt hier rein. Dann haben wir noch drei Pins übrig. Der hier wird nicht benutzt, der ist eigentlich zum Dimmen. Das hier ist ein Chip Select, der wird einfach auf High gehalten. Und last but not least haben wir den hier, das ist der Schaltausgang. Der geht dann hier oben hin. Was wir hier haben, das ist einmal hier oben die Strecke. Wir gehen hier durch den 1,3 Ohm Widerstand. Von da aus gehen wir auf den Chip Select und durch die LEDs hier hinten rüber. Und das ist natürlich Blödsinn. Moment, die Verbindung hier ist natürlich nicht hier. Machen wir das hier durchgängig und machen hier unsere Spule hin. So, also geht durch die LED, durch die Spule. Von da aus auf den Schaltkontakt, den wir eben gesehen haben hier. Und in die andere Richtung über eine Diode gegen die High-Pegel, gegen den High-Pegel hier. So, viel ist da nicht drin, aber
ist genau das, was wir erwarten. Das können wir uns auch einmal hier drüben angucken. Wenn ich hier mal gucken, hier gibt es so ein Typical Circuit, also wie das Ding standardmäßig aufgebaut ist. Wir haben den V-In, wir haben hier unsere Spannung, wir haben den Full Bridge Rectifier, wir haben den Kondensator, hier sagen sie was von 100 Mikrofarad, ich habe da nur 10 gesehen. Dann haben wir hier entsprechend den Dimport, den wir nicht nutzen, V-In und Ground direkt dran, den Widerstand. Wir haben 1,3 Ohm, wenn ich richtig gesehen habe, hier sind 0,13 Ohm gedacht, macht das Ding also dunkler. Von da aus auf den Chip Select, über die LEDs und die Spule auf den Switch und last but not least die Diode gegen V-In. Das ist also genau der Typical Application Circuit, der auch im Datenblatt angegeben ist, der hier dann benutzt wurde. Fehlt noch eins, warum zum Geier leuchtet das Ding nicht? Das heißt, wir können jetzt ja hier schön alles messen, zumindest mal so ein bisschen. Ich suche mir mal gerade irgendwas, um das richtig festzumachen und ein Multimeter und dann gucken wir einfach mal, was da los ist. So, dann würde ich mal sagen, wir gucken, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Ich habe jetzt auf beiden Pins mal ein bisschen Saft drauf. Schauen wir erstmal, kommt überhaupt unser Plus hier an. Ja, 9,52 Volt ist nicht unbedingt das, was ich gerne hätte, aber mal das Ganze richtig einstellen, sieht das auch besser aus. Pi mal Daumen 12 Volt, das kommt hin. Kommt das Ganze bei unserem Kondensator an? Lasst mal hier schauen. Yep, Kondensator Plus Seite. Wichtig bei hier den Tantalums, da ist das der Band da der Plus Indikator. Das scheint also zu gehen. Wie sieht's auf der Minusseite aus? Nichts messbar, also das scheint zu funktionieren. Meh. Das heißt also, zumindest bis dahin geht das Ganze. Kommen wir bei der LED, gucken wir uns das mal an. Kommt hier irgendwo eine Spannung? Sieht nach, da ist auch VRMS. Das heißt also, bis dahin geht auch der Saft. Das sieht fast so aus, ob die LED tatsächlich eine Macke hat. Denn wenn wir auf der anderen Seite gucken, da ist nichts zu sehen. Das ist ein sehr guter Indikator dafür, dass die LED selber das Problem ist. Schade, da können wir wahrscheinlich nicht mehr allzu viele machen. Probieren wir das nochmal anders. Gucken wir nämlich mal einfach, ob wir die LED direkt zum Leuchten bekommen. Aber ich denke mal, das ist relativ eindeutig. Tja, und da sieht eher nach Nein aus. Das heißt also, die Elektronik scheint nicht das Problem zu sein. Wahrscheinlich die LED selber. Moment, da bewegt sich was. Das sollte sich nicht bewegen. Ja, da ist eine Lötstelle kaputt. Yep, hier ist er gebrochen. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Ja, ich denke, hier kann man es sehen. Hier ist unsere Lötstelle. Da. Und hier ist die LED selber. Und wenn ich hier... Wow. Ein bisschen drücke, dann sehen wir, das Licht geht an. Ja. Da ist definitiv die Lötstelle kaputt. Probieren wir das hier nochmal zu drücken. Mit der Spitze hier von mir. Ja. Da ist was. Tada! Also, eine kaputte Lötstelle, wie es aussieht, die das Ganze ausgelöst hat. Wodurch ist mir nicht ganz klar. Das sollte eigentlich nicht passieren. Denn das ist eigentlich jetzt keine Sache, die ich so als typischen Fehler vermutet hätte. Ich meine, klar, gebrochene Lötstellen gibt es schon mal, aber bei einer LED, die fest eingebaut ist und keine Vibrationen bekommt... Na gut, ich versuche hier einfach mal ein bisschen noch rumzuschrubben und mir etwas zu suchen, wo ich das festlöten kann. Das hier sieht schon ganz gut aus. Das könnte ein Trace sein. Gucken. Ja, das ist ein Trace, definitiv. Man sieht auch, hier sind mehrere LEDs drin. Das ist nicht klar. Ja, ich denke, man kann erkennen, da sind 3 Stück. Gut, versuchen wir das einfach mal wieder festzulöten. Ist ohne eingeschaltete Spannung. Okay, wir haben zumindest mal wieder grob eine Verbindung zwischen LED und Board. Den Strom an und gucken, was passiert, und
Nicht viel. Okay. Ihr seht, es flackert. Und ich bin gerade nirgendwo dran. Also ich habe die Finger tatsächlich weg von dem Ding und trotzdem ist das alles andere als eine stabile Beleuchtung. Also ich habe die dumpfe Befürchtung, dass da ein Bonddraht auch noch einen abbekommen hat. Ich meine, ich kann jetzt versuchen, hier die Dings runterzuholen, dieses Phosphor, was da drauf ist. Nur ganz ehrlich, zum einen, die LEDs werden dann eher kaputt sein und Nummer zwei, es kommt kein sinnvolles Licht mehr raus. Ich meine, mein PC ist gerade eh beschäftigt, dann gucken wir mal, ob wir das noch weiter zerlegt bekommen, aber ich würde das momentan eher so als LED-Schaden verbuchen. Ja, der ist auf jeden Fall lose. Das kann jetzt natürlich auch sein, dass das durch meine Fähigkeiten hier gerade abhanden gekommen ist, denn wenn ich den hier drauf drücke, geht es auch nicht an. Ich glaube nicht, dass das der Fehler war. Okay, Moment, jetzt leuchtet es. Ich sehe die drei LEDs. Hier, hier und hier. Was zum Geier ist denn das hier? Das ist auch eine LED. Nun gut, wir sehen auf jeden Fall den Aufbau. Wir haben hier irgendwo die LED. Das sind diese quasi schon Glasteile. Das sehen wir so ein bisschen da drauf. Die sitzen hier an sechs Stellen wahrscheinlich. 1, 2, 3. Und dann hier die drei, die noch funktioniert haben. Und wir sehen hier die kleinen goldenen Punkte. Da ist ein ganz dünner Draht angeschweißt. Den löten ist halt nicht. Und so geht das von LED zu LED. Die hängen also hintereinander. Und dann am Ende hier auf dieses Trace, was mit der eigentlichen Elektronik verbunden ist. Das sollte theoretisch auch funktionieren, aber wie wir sehen, hier der leuchtet halt nicht mehr. Das heißt, da wird wahrscheinlich eins von diesen LED-Verbindungen wird da kaputt gegangen sein. Üblicherweise passiert das durch Überhitzung. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, denn wenn wir mal gucken, wir hatten eben 50 mA. Wobei, ich müsste es nochmal, Moment, holen wir mal gerade die funktionierende. Und die einfach dran. Dann können wir auch wahrscheinlich besser sehen, wie viele LEDs es wirklich sind. Okay, so und ja, da sehen wir schon. Da sind unsere 6 LEDs. Ich schätze mal, auf der anderen Seite werden dann auch nochmal 6 sein, oder? Wobei die sind sehr... Nee. Ich glaube, das sind wirklich nur 6 und die scheinen einfach durch. Denn hier haben wir ein wesentlich diffuseres Bild. Wie auch immer, das sind 50 mA, die hier fließen. Und wenn wir mal 50 bei... Ich schätze, 3 werden hintereinander sein. Das wären dann irgendwie 25 mA pro LED. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, das ist direkt ein Problem. Also es gibt durchaus LEDs, die irgendwie mehrere 100 mA abkönnen. Es kommt halt immer darauf an, dass die Hitze dann wegkommt. Ich meine, das hier ist ein normales Board. Wir sehen, wenn wir drauf gucken, da ist nicht nochmal irgendwie Alu oder so als Kühlkörper mit dabei. Das kennt man eventuell von anderen LEDs. Und ich meine, hey, sie hat ja auch ein paar Jährchen durchgehalten, ne? Mal gucken, ja, hier sind unsere anderen LEDs. Da ist eine und hier ist eine. Hier ist sogar noch der Bonddraht dran. Jetzt natürlich nicht mehr. Nee. Finger waren dran. Ja, aber das sieht wirklich noch drei hintereinander aus. So, und jetzt will ich wissen, sind auf der Rückseite nochmal LEDs? Nee, das hier ist solide. Da kann da mal nichts mehr drunter sein. Da ist einfach das Board drunter und die scheinen dann durch. Okay, naja, immerhin, jetzt wissen wir, wie hier das Ganze funktioniert. Ich habe eine Menge hier aufzuräumen, denn ich will nicht wissen, was da alles für Chemikalien drin sind in diesem Phosphorzeug. Aber, meh, leider nicht ganz das, was ich gehofft habe zu finden. Ich hatte gehofft, irgendwie zu sehen, dass da ein Widerstand oder so ist, der zu heiß wird. Das scheint nicht der Fall zu sein.
Stattdessen haben wir schlicht und ergreifend wohl einen Überhitzungsschaden bei den LEDs hier hinten. Das ist, ja, ein bisschen doof, aber auch nicht unbedingt was Ungewöhnliches. Es ist halt leider so, dass die LEDs gerne von den Herstellern, gerade denen, die günstige Lampen herstellen, etwas zu hoch betrieben werden, einfach weil dann kommt halt mehr Licht raus. Auf der anderen Seite geht aber eben auch die Lebensdauer da relativ flott runter. Nur gut, ich habe halt noch ein paar, wie gesagt, davon da. Das heißt, fürs Erste kann das Ding mal so weiterlaufen, dann kommt halt die nächste rein. Mir wäre es natürlich lieber, wenn man es reparieren könnte, einfach um Müll zu vermeiden, aber hier wird es dann langsam auch schwer. Ich glaube, es ist nicht wirklich eine Option, hier dann einfach einen neuen, also zwei parallel mal drei seriell irgendwie nochmal nachzukaufen. Ich glaube nicht, dass man da so auf dem freien Markt was Sinnvolles findet. Ja, die LED also offensichtlich definitiv kaputt. Trotzdem, hey, ein bisschen was gelernt und ja. Ich gehe dann mal entsprechend die LED tauschen und dann tut auch bestimmt das Ding hoffentlich für die nächsten Jahre wieder, was es soll.